Hallo, in diesem Video werden wir eine Zwischenprüfung machen, um zu schauen, was du bis jetzt gelernt hast und ob du das auch wirklich gelernt hast. Okay, wir machen eine kleine Prüfung. Und zwar, das erste Thema sind hier trennbare und nicht trennbare Verben. Also hier musst du diese Verben konjugieren. Also wie du siehst, wie konjugiert man diese Verben? Ich, du und so weiter. Vielleicht kannst du zuerst dir anschauen und überlegen, welche dieser Verben trennbar und welche nicht trennbar sind. Das erkennst du an den Präfixen. Da kannst du ja dir das mal anschauen und du kannst das Video jetzt gerne pausieren und diese Übung machen und auf der nächsten Seite zeige ich dann die Lösungen. Okay, also bitte pausiere das Video und sobald du fertig bist, kannst du das weiter abspielen und dann zeige ich dir die Lösungen. Okay? So, ich gehe jetzt mal hier zu den Lösungen. Also wie du siehst, ich genieße, das ist ein nicht trennbares Verb. Du gehst aus, das ist ein trennbares Verb, weil wir hier den Präfix aus haben. Er erzählt, kommt von erzählen, das ist nicht trennbar wegen diesem Präfix. Sie verliert, verlieren ist auch nicht trennbar. Es zerbricht, zerbrechen, zer ist kein trennbares, ja, kein Trenn, also zerbrechen ist kein trennbares Verb, das ist hier kein Präfix. Von den trennbaren Verben, sondern von den nicht trennbaren. Wir kommen zurück. Zurückkommen ist trennbar. Ihr bezahlt. Bezahlen ist nicht trennbar. Und sie lassen los. Das ist ein trennbares Verb. Okay. So. Dann auf der nächsten Seite haben wir hier Vokabeln. Und zwar der Körper. Es geht hier um den Körper. Und was bedeuten diese Wörter? Okay, also was bedeuten diese Wörter auf deiner Sprache? Vielleicht kannst du dich da erinnern. Das ist ein kleiner Vokabeltest. Ja, das kannst du mal aufschreiben und nachschauen, ob du dich noch an diese Wörter erinnern kannst. Falls nicht, dann wiederhole bitte wieder das Kapitel zum Thema der Körper. So, du kannst das auch gerne pausieren. So, dann gehen wir auf die nächste Seite. Und hier musst du entscheiden, was der passende Artikel ist. Der, die oder das. Also hier musst du den Genus des Nomens erkennen. Also Kabine, König, Wirtschaft, Firma und so weiter. Hier musst du entscheiden, welche Artikel zu jedem Nomen passt. Okay? Also hier sind natürlich einige Regeln, die wir uns, also wir haben uns die Regeln ja schon angeschaut. Hier kannst du auf die Endungen achten und dann wirst du hoffentlich erkennen, welchen Genus jedes Wort hat. Okay? Also du kannst das Video pausieren und diese Aufgabe machen. Und ich gehe schon mal auf die nächste Seite und zeige die Lösungen. Okay? So, hier haben wir die Lösungen, die Kabine, der König, die Wirtschaft. Okay, Schaft eine typisch weibliche Endung, Ick eine männliche Endung, Ink eine neutrale Endung zum Beispiel und so weiter. Okay, das haben wir uns schon mal angeschaut, diese Regeln. So, dann das nächste, die Zahlen. Okay, hier musst du jetzt ja am besten aufschreiben oder zumindest sagen, wie jede Zahl auf Deutsch heißt. Okay, du kannst das Video gerne pausieren, wenn du möchtest und diese Aufgabe machen und ich zeige auf der nächsten Seite, was die Lösungen sind. Okay, ich gehe schon mal auf die nächste Seite. Du kannst das jetzt pausieren. Und hier hast du die Lösungen. Also 5, 13, 22, 31, 11, 19, 134, 274, 16, 29, 45, 57 und 60. Okay. Dann
Gehen wir mal auf die nächste Seite und hier musst du entscheiden, was die Pluralform ist. Okay, hier haben wir einige Wörter und wir haben uns die Pluralregeln angeschaut. Und jetzt testen wir, ob du dich noch daran erinnern kannst, was die Pluralform von diesen Wörtern ist. Okay, hier kannst du natürlich auch ein paar Regeln, vielleicht hier wie einsilbige Wörter, was da oft passiert, okay, oder hier and am Ende und so weiter, okay. Also bitte mach diese Übung und schreibe die Pluralform auf. Du kannst das Video jetzt pausieren, um diese Aufgabe zu machen. Und ich werde schon mal auf die nächste Seite gehen und die Lösungen zeigen. Okay, also hier haben wir die Lösungen. Das Buch, die Bücher, das Kleid, die Kleider, das Wort, die Wörter, die Übung, die Übungen und so weiter. Okay, hier kannst du vergleichen, ob du das richtig hast. Falls nicht, kannst du natürlich jederzeit die Videos über das Thema Plural wiederholen und dir das nochmal anschauen. Okay, dann das war's auch schon mit der Zwischenprüfung. Okay, falls du da einige Fehler hattest, kannst du natürlich alle Lektionen so oft wie du möchtest wiederholen und bevor du weitergehst zum nächsten Kapitel, würde ich vorschlagen, dass du dir nochmal die Videos anschaust, bei denen du jetzt vielleicht Schwierigkeiten hattest. Okay, und und dann sehen wir uns in der zweiten Hälfte dieses Kurses. Mach's gut!